Servus, heute werden wir sehen, wenn man im Plannamen an der ersten Stelle eine 2 erstellt, so wie im Kundenwunsch, dann wird hier in unserem Plankopf ein VP erscheinen oder auch in ein Attribut hier VP. Ich habe das Ganze DB Netz AG genannt, weil das der Kommentator war, ne? Und jetzt, wenn ich im Plankopf eine 3 reinschreibe, im Plannamen eine 3 hier reinschreibe und das Ganze schließe, dann wird hier ein EP erscheinen. Und hier in unserer Linie habe ich wieder dieses Attribut. Auch hier wird ein EP erscheinen. Und jetzt schauen wir noch, was passiert, wenn keine 2 oder keine 3 eingegeben wurde. Zum Beispiel eine 6. Gehen wir hier rein. Dann sehen wir hier erstmal FF in Rot, nicht mehr in Schwarz. Und wenn ich hier reingehe, steht hier Fehler. Und das seht ihr jetzt in diesem Video. Liked es, wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal und dann, ja, macht's einfach irgendwas. Komm, los. Servus, grüßt euch. Heute ein weiterer Teil von Ich helfe dir. Im letzten Video war die Kamera ein bisschen zu hoch eingestellt, da hab mir immer mein Kinn abgeschnitten. So, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich gehe auf diesen Kommentar hin. Ich habe so ein Video von Allplan intelligente Planköpfe selbst erstellen und von DB Netz AG. Hey, ich habe mal eine Frage. Ich arbeite hauptsächlich in der VP, das ist das Vorprojekt, oder? Und in der EP, und das ist das Einreichprojekt, oder? Ich denke mal ja. Und dann gibt es noch BP, glaube ich. Jetzt erstelle ich einen Plankopf und in dem ist die Planungsphase angegeben. Dafür habe ich ein Attribut erstellt. Jetzt möchte ich, dass wenn das erste Zeichen im Plannamen eine 2 ist, dass dort VP steht. Und wenn das erste Zeichen eine 3 ist, möchte ich, dass es EP ist. Wie muss ich denn jetzt die Formel definiere? Beste Grüße. Definieren natürlich, klar. Bei mir schließt jetzt eine Frage. Soll im Attribut das dann drin stehen oder hier im Plankopf? Das ist natürlich die Frage, weil im Plankopf ist ja gar kein Problem, nicht? Aber die Formel bleibt ja gleich. Von dem her schauen wir uns das Ganze mal an. Also, und wer es noch nicht gesehen hat, ich habe jetzt ein neues Video erstellt von einem Dach mit Gaube. Falls jemanden interessiert, irgendwo werdet ihr den Link schon finden. Vielleicht in der Beschreibung. So, aber wir gehen jetzt erstmal in das Planlayout rein. Und dort habe ich auch hier meinen Plankopf. Und jetzt möchte ich, dass der Plankopf sozusagen, wenn hier eine 1, nee, wenn hier am Anfang eine 1 steht, so habe ich es verstanden, na, eine 2 steht, dann soll VP stehen. Und wenn eine 3 steht, ein EP. Im Plankopf, denke ich mal. Also ich weiß nicht, ob das mit einem Attribut zu tun hat, aber die Formel bleibt wie gesagt gleich. Ja, ich werde mir jetzt einfach hier einen neuen Plan anlegen. Also hier Pläne zuordnen. Machen mal die 500. Wird schon nicht vergeben sein. Wunderbar. Und jetzt gebe ich hier 2 ein. Oder wir machen es so. Ich kopiere mir das hier rein. Gebe hier eine 2 ein. Und 2 soll VP werden. Okay. Hier gehen wir rein. Wir machen uns erstmal einen Planrahmen. Super. Dann gehe ich zurück in meinen Plankopf. Also ich wähle ein leeres Teilbild aus. Dann hole ich mir mit Beschriftungsbild. Oh, ich könnte die Maus highlighten. Halt, da war es ja. Cursor-Highlighter. Ja, jetzt sieht man meinen Cursor. So, also dann gehe ich auf Beschriftungsbild. Ich hole mir mit Lesen meinen Plankopf über Büro. Planköpfe. In dem Fall ist es der Hauptkopf A0. Setzen wir das einmal hier ab. Ändere den Maßstab in 1 zu 1. Lass mir alles anzeigen. Schließt das Ganze. Und jetzt geht es ja darum, dass hier das erste in 3 ist, möchte ich, dass EP ist. Okay. Also hier soll dann EP erscheinen. Ich gehe erstmal in das Zeichen 1 rein, Info. So, und jetzt geht es auch mit dem Mitplaner mit dann auch.
Das heißt, ich habe erstmal einen Operator und der heißt if. If, was passiert mit if? Wir gehen hier drauf. Kommt da was mit Maus over? Da kommt doch auch was, oder? Mag jetzt nicht. Ah, ich muss einmal klicken. Also if, Bedienung und dann Formel. Also wenn etwas erfüllt wird, dann soll er eine Formel ausspucken. So, jetzt gebe ich hier ein if, Klammer auf, MID. Dann wieder, hier habe ich wieder die Syntax. Klammer auf, wenn, so jetzt müssen wir Plan, Name glaube ich, Startposition 1, eine Länge, ist gleich, ich muss immer noch schauen, jetzt mal wieder spicken, 2, Klammer zu, dann soll er schreiben, ein V, das ist der erste Buchstabe. Und else, wenn es nicht die 2 ist, dann soll ich hier das Ganze nochmal kontrollieren. Wenn es eine 3 ist, dann schreib bitte ein E. Genau. Jetzt könnte man das Ganze nochmal erweitern mit nochmal else. Also ich gehe hier nochmal rein, kopiere mir das Ganze. Nochmal rein. Und wenn es... Jetzt brauche ich nur ein Operator and. Das ist nicht 2 und nicht 3. Es ist nicht 2 und nicht 3. Dann schreibe hier F. So, jetzt machen wir noch OK. Jetzt möchte ich das F sogar noch in Rot haben. Dazu geben wir unseren Text. Wir schreiben alles in Schwarz. Ich brauche die Farbe Rot. So. So, machen wir Farbe in Rot. Die Nummer 6, okay. Gehen hier die Eigenschaften rein und sehen jetzt hier die Codierung dazu. Seht ihr das? Warum kann ich das nicht modifizieren? Hallo? Eigenschaften. Jetzt. Ja, und da kopieren wir uns jetzt das Ganze von. Hallo. Ja, komm, dann kopieren wir einfach mal schon alles raus. Ich hoffe, ihr könnt es noch folgen, aber ich will es, wenn dann cool machen. Ne? Jetzt gehe ich in das Beschriftungsbild rein, Info. Und dann soll hier in der Farbe soll dann F stehen, wie Fehler. Und wir müssen eigentlich nichts schließen, gell? Naja, machen wir es nicht. Trotzdem mit dem Prozent hier die gelingen. Und da müsste das eigentlich schon mal passen. Ich kopiere mir diesen Buchstaben hier rüber. Ich modifiziere ihn einmal kurz. Textparameter, nein, mit Rechtsklick Text modifizieren. Ich mache da trotzdem ein A draus und sage, passt. Doppelklick drauf, Information. Jetzt ist hier wieder, ich prüfe wieder, ob es eine 2 oder eine 3 ist. Wenn es eine 2 ist, gibt es den zweiten Buchstaben, nämlich ein P. Und wenn es der dritte, wenn es eine 3 ist, ist es auch ein P. Und wenn nicht, dann schreibst du wieder F. Okay, Rechtsklick. Und jetzt definieren wir diesen Plankopf. Yep. Ich gebe den auf YouTube. Yep. Ich helfe dir. Jetzt ist auch der richtige Moment, um zu liken. Auch wenn ich noch gar nicht geholfen habe. Okay, dann warten wir halt nur ab. Dann noch nicht liken. Auf keinen Fall. Like nochmal zurücknehmen. Hey, oh ja, nicht vergessen dann. Falls ich es schaffe. Ne? So, jetzt YouTube. Ich helfe dir. Hier setzen wir das Ganze ab. Und jetzt seht ihr hier VP. Weil ich hier eine 2 habe und jetzt gehe ich hier rein und schreibe hier eine 1 rein. Dann müsste erstmal jetzt rot sein mit FF. Ja, wunderbar. Stimmt die Formel nicht von der Color. Und dann machen wir noch die 3. Gehen wir hier rein und jetzt kommt das EP. Das ist schon mal richtig. Also einen kleinen Fehler haben wir noch und das hat mit der Color zu tun. Da gibt es einen Prozent aus der Party.
Ach so, weil wir die A1 hier geben. Ja, da müssen wir halt A10, glaube ich, draus machen. Ich denke mal, dass daran liegt. Aber dann haben wir nämlich die. Doch, ist wieder von der Mitte ausgebreitet. Passt schon. Müsste eigentlich noch stimmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir definieren einfach die Folie nochmal. Und erstmal schauen wir jetzt hier, ob es funktioniert. Dann die Frage, hey, ich bin aber froh, dass die Leute solche nicht Tutorial, sondern jetzt kommt das FF. Seht ihr? Was ich mich gar nicht mehr verstehe, ist TikTok oder sowas, wenn da irgendwelche Tänze aufgeführt werden und das schaut jemand stundenlang an. Ich weiß nicht, was mich das im Leben bereiern soll, wenn ich einen anderen beim Tanzen zuschaue. Also ich bin da eher wissbegierig so wie ihr und deswegen kriegt ihr jetzt ein Like von mir. Und dann seid ihr dran und macht dasselbe zurück. Also hier haben wir das FF. Jetzt schauen wir noch, ob wir, ja, können wir hier irgendwo Attribut anhängen. Ja, bestimmt irgendwo. Aber wo machen wir das denn dann hin? Ja, wir könnten jetzt ein Attribut zuweisen und genau diese Formel nehmen. Also ich gehe hier nochmal rein. Nimm hier das W mit. Hier markiere ich mir alles. Steuerung C. Okay. Jetzt gehe ich in den Plan Layout rein. Hier ein Attribut zuweisen, falls das die Frage war. Wir erzeugen ein neues Attribut. Ich gehe hier, ja, super, ganz viele Bereiche. Machen wir hier einfach ein Plus rein und sagen hier DB-Netz AG. Du bekommst jetzt hier einen Text. Genau, nein, eine Formel, ein Text und hier können wir die Formel auch reinschmeißen. Und dann sage ich okay. Und jetzt haben wir diese Formel. Jetzt müssen wir das natürlich noch irgendwo anhängen. Können wir das dann hier vielleicht anhängen, anwenden. Und jetzt schauen wir mal mit Attribute modifizieren. Okay. Brauchen wir irgendwas anderes. Dann erzeugen wir halt schnell irgendwo eine Linie. Hier oben hätten wir genügend Sachen gehabt. Gell? So, also Attribute zuweisen. Hier rein, hierher. DB Netz AG. Ist das cool. Okay. Anwenden. Jetzt schauen wir, ob es funktioniert hat. Attribute modifizieren. Ah ja, jetzt kommt ein F. Jetzt kommt das mit der Color halt raus. Ne? Logisch. Wir könnten jetzt das Attribut hier modifizieren, weil hier wird die Farbe soll nicht geändert werden. Dann machen wir halt hier. Hier schreiben wir dann einfach Fehler. Und ansonsten schreiben wir nicht V, sondern VP und hier EP. Okay. Jetzt schauen wir nochmal nach. Also jetzt haben wir hier das Attribut und jetzt hier kommt Fehler. Klicken hier wieder drauf, machen hier eine 2 draus, wieder rein, prüfen unser Attribut und jetzt kommt VP raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das genau die richtige Frage war, aber ja, komm, einen Daumen können wir trotzdem mal nach oben geben, oder? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter. Dün, 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 dün. Ja, kommt, da ist mein Schnittprogramm. Ich muss ins andere rein. La 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 la. Und jetzt alle. Jetzt kommt Ende.